Francis, der alberne Regenwurm, der hoch hinaus wollte. Es war einmal in einem kleinen Wald, der von hohen Bäumen und bunten Blumen gesäumt war, ein kleiner Regenwurm namens Francis. Francis war nicht wie die anderen Regenwürmer im Wald. Während sie sich mit dem Graben von Erde und dem Pflegen von Pflanzen begnügten, hatte Francis einen ungewöhnlichen Traum. Er wollte hoch hinaus, die Baumwipfel berühren und die Welt von oben betrachten. Francis war ein Regenwurm von durchschnittlicher Größe, mit einem schimmernden, glatten Körper in einem sanften Erdton. Sein regelmäßiger, geschwungener, langgestreckter Körper glänzte bei Sonnenschein wie eine feine Perle. Seine Haut fühlte sich kühl und feucht an, perfekt angepasst an sein Leben im Untergrund. Die Segmente seines Körpers waren deutlich voneinander abgegrenzt und bei genauem Hinsehen konnte man kleine Härchen entlang seines Körpers erkennen, die ihm halfen, sich durch die Erde zu bewegen. Francis hatte eine leicht abgeflachte Unterseite, die ihm beim Graben half, und eine abgerundete Oberseite, die ihm ein elegantes Aussehen verlieh. Seine Augen, klein und glänzend wie Perlen, waren neugierig und strahlten eine unersättliche Entschlossenheit aus. Trotz seiner albernen Neigungen hatte Francis einen Ausdruck von Ernsthaftigkeit, wenn er von seinem Traum sprach, die Baumwipfel zu erreichen. Francis' Mund, wenn man es so nennen kann, war eine winzige Öffnung an einem Ende seines Körpers, die er dazu benutzte, die Erde zu filtern und Nährstoffe aufzunehmen. Obwohl sein Äußeres einfach und bescheiden war, trug Francis stolz seinen eigenen unverwechselbaren Charme mit sich, der durch seine Entschlossenheit und den Glauben an seine Träume unterstrichen wurde. Die anderen Regenwürmer lachten über Francis und nannten ihn den albernen Regenwurm, weil sie glaubten, dass Regenwürmer nicht hoch fliegen könnten. Doch Francis ließ sich nicht entmutigen. In der wimmelnden Welt unter der Erde, in der Francis lebte, gab es eine Gruppe anderer Regenwürmer, die seine Träume belächelten. Eines Tages, als Francis wieder einmal versuchte, höher zu klettern, versammelten sich drei der fiesen Regenwürmer um ihn und lachten ihn aus. Haha, schau dir Francis an! Was denkst du, kleiner Träumer? Regenwürmer sollen graben, nicht fliegen. Du wirst nie höher kommen als unsere Erdlöcher. Ein anderer fieser Regenwurm stieß höhnisch hinzu. Francis, du alberner Kriecher. Die einzigen Sterne, die du sehen wirst, sind die in deinen träumerischen Augen. Höher zu klettern ist lächerlich für einen wie dich. Ein dritter Regenwurm lachte spöttisch und sagte, Hey Francis, vielleicht könntest du nach den fliegenden Vögeln greifen und sie bitten, dich mitzunehmen. Aber ich bezweifle, dass sie so einen albernen Regenwurm wie dich wollen. Die fiesen Bemerkungen der anderen Regenwürmer taten Francis weh. Aber er ließ sich nicht entmutigen. Mit einem entschlossenen Lächeln setzte er seinen Weg nach oben fort. Fest entschlossen, seine Träume zu verfolgen, trotz des Spotts seiner Mitbewohner. Tag für Tag schlich er sich aus seinem Erdloch und kletterte an den Stämmen der Bäume empor, so weit er konnte. Eines Tages hörte Francis ein leises Flüstern in den Blättern. Es war eine kluge Eule, die ihn beobachtet hatte. »Warum willst du so hoch hinaus, kleiner Regenwurm?« fragte die Eule mit einer weisen Stimme. Die kluge Eule, der Francis auf seinem Weg begegnete, war majestätisch und weise. Ihr Federkleid war in den warmen Tönen von Braun und Grau gehalten, durchzogen von einem Muster aus feinen, dunklen Streifen. Ihre großen, goldgelben Augen schienen die Geheimnisse des Waldes zu kennen und spiegelten eine tiefe, innere Weisheit wider. Mit einem imposanten Gefieder, das bei jedem Flügelschlag leise raschelte, breitete die Eule eine Atmosphäre der Erhabenheit aus. Sie saß hoch oben auf einem Ast und beobachtete ruhig das Geschehen unter sich. Ihr Schnabel war scharf und geschickt, ein Werkzeug der Weisheit und des Wissens. Die Eule strahlte Ruhe aus und ihre Anwesenheit verlieh der Umgebung eine Aura von Ehrfurcht. Ein kleines, weißes Federbüschel an den Ohren, auch als Oberbüschel bekannt,
verlieh der Eule einen zusätzlichen Hauch von Charme. Als die kluge Eule zu sprechen begann, klang ihre Stimme tief und melodisch, voller Gelassenheit und Verständnis. Ihre Worte waren wohl überlegt und trugen eine zeitlose Weisheit in sich. Die Eule half Francis, nicht nur seinen Traum zu verwirklichen, sondern auch einen tieferen Sinn im Streben nach seinen Zielen zu finden. Ihre Augen, die in die Seele zu blicken schienen, verrieten eine tiefe Zuneigung zu den Träumen und denjenigen, die den Mut hatten, über ihre gewohnten Grenzen hinauszugehen. Francis antwortete mit einem Lächeln. »Ich möchte die Welt von oben sehen, die Sterne berühren und verstehen, was jenseits der Wurzeln und Erde liegt.« Die Eule nickte verständnisvoll. »Mutig bist du, kleiner Francis. Wenn du deinen Traum verwirklichen willst, musst du deinen eigenen Weg finden.« Francis dankte der Eule und setzte seinen Aufstieg fort. Francis kletterte weiter und weiter, seinen kleinen Körper kräftig und fest gegen die raue Rinde der Bäume gepresst. Der Waldwind strich um ihn herum, flüsterte ihm mutmachende Worte zu und trug den süßen Duft von Blumen und harzigen Nadeln mit sich. Inmitten seines Aufstiegs spürte Francis plötzlich eine sanfte Brise, die sich um seinen Körper schlang. Als würde der Wald selbst ihm Flügel verleihen. Der Wind schien seine Entschlossenheit zu spüren und unterstützte ihn, anstatt ihn aufzuhalten. Höher und höher kletterte Francis, während der Wind ihm Zuneigung und Ermutigung zuspielte. Die Blätter der Bäume begannen leise zu rascheln, als würden sie ihn anfeuern, und die Sonnenstrahlen durchdrangen das Blätterdach, als wären sie ein göttliches Licht, das seinen Weg beleuchtet. Die anderen Regenwürmer schauten erstaunt zu, als Francis, der alberne Regenwurm, von Baum zu Baum aufstieg, vom Wind getragen und von der Natur selbst unterstützt. Der Wald schien zu erkennen, dass Francis nicht nur ein einfacher Regenwurm war, sondern ein Träumer, der den Glauben an seine Vision bewahrte. Als Francis schließlich die Baumspitze erreichte, schien der Wind einen triumphalen Tanz aufzuführen. Francis atmete tief ein, genoss den Ausblick von oben und spürte die Liebe der Natur, die ihm half, seine scheinbar unerreichbaren Träume zu verwirklichen. So wurde Francis, der alberne Regenwurm, nicht nur von der klugen Eule unterstützt, sondern auch vom freundlichen Wind, der ihn auf seiner Reise begleitete und ihm half, die Höhen zu erreichen, die er sich so sehr gewünscht hatte. Er überwand Hindernisse, trotzte dem Wind und erreichte schließlich die Baumspitze. Von dort oben sah er die Welt in einem ganz neuen Licht. Die Sonne strahlte, die Vögel zwitscherten und der Wald erstreckte sich, soweit das Auge reichte. Die anderen Regenwürmer waren erstaunt und beeindruckt von Francis' Entschlossenheit. Sie erkannten, dass jeder seine eigenen Träume und Ziele haben kann. Francis, der alberne Regenwurm, wurde zu einer Legende im Wald und sein Mut inspirierte andere, ihre eigenen Träume zu verfolgen. So endet die Geschichte von Francis, dem albernen Regenwurm, der hoch hinaus wollte. Ein Märchen, das uns lehrt, dass es nie falsch ist, nach den Sternen zu greifen, auch wenn man nur ein kleiner Regenwurm ist. Doch endete sie wirklich und ist das die Moral der Geschichte? Leider nein. Hört mir zu. Francis, der neugierige Regenwurm, genoss die frische Luft und den atemberaubenden Ausblick von der Baumspitze. Seine Augen leuchteten vor Begeisterung, als er die Schönheit der Natur bewunderte. Doch leider weckte seine Aufregung auch die Aufmerksamkeit einer Gruppe hungriger Vögel. Das fröhliche Gezwitscher in den Baumkronen wurde plötzlich von einem lauten Flügelschlag unterbrochen. Eine Schar farbenfroher Vögel schoss herbei, angezogen von der Bewegung und Unruhe in den Baumwipfeln. Francis und die anderen Regenwürmer wurden von dieser plötzlichen Bedrohung überrascht. Die Vögel, ihre Augen scharf und gierig, sahen in Francis und seinen Artgenossen eine willkommene Mahlzeit. Mit schnellen Schnäbeln und flatternden Flügeln
stürzten sie sich auf das kleine Dorf der Regenwürmer, das sich unter den Blättern und im weichen Erdreich erstreckte. Francis, der gerade noch die Freiheit und den Ausblick genossen hatte, wurde von einem der Vögel ergriffen. Seine Nachbarn wurden ebenso von den gefiederten Jägern attackiert. Ein Schrecken ergriff die Regenwurmgemeinschaft, als die Vögel sich über ihre friedliche Welt hermachten. Das fröhliche Dorf der Regenwürmer, das einst von Liebe und Neugier erfüllt war, wurde von den gefräßigen Vögeln aufgefressen. Francis, der eigentlich hoch hinaus wollte, fand sich nun ungewollt als Teil einer schicksalhaften Wendung, die sein Dorf in Chaos und Zerstörung stürzte. Die Geschichte von Francis, dem neugierigen Regenwurm, erinnert uns daran, dass Handlungen oft unvorhersehbare Konsequenzen haben können, selbst wenn sie aus unschuldigen Verlangen nach Erkundung und Neugierde entstehen.